Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute behandeln wir mal ein Outlook-Problem und zwar im Kalender Serientermine bzw. wie man Serientermine in Einzeltermine aufspalten kann. Wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und für die Ungeduldigen, die meine Vorerklärung nicht ertragen können, die können im Prinzip schon weiterspringen. Unten in der Beschreibung stehen, ist die Minutenangabe, wo es dann wirklich losgeht. So, nun zum Programm. Und zwar, wir erstellen jetzt mal in Outlook ganz einfach einen Serientermin, um das Problem mal darzustellen. Dazu geben wir hier einfach mal einen neuen Termin, geben hier mal Test ein. Und sagen, das ist jetzt ein Serientyp, der halt wöchentlich, also immer Montag von Dienstag ist und der zum Beispiel nach 20 Terminen aufhört. Drücken auf OK und auf Speichern und da sehen wir, da wurden halt jetzt die Termine hier angelegt. So, dann gehen wir einfach mal auf die Wochenansicht. Und es lässt sich ja in Outlook ganz einfach hier zum Beispiel der Termin oder jeder Einzeltermin auch auf einen anderen, auf eine andere Zeit legen oder beziehungsweise auch einen Tag zu verschieben. Da meckert er noch nicht mal, bei den älteren Versionen hat er dann noch gefragt, ob es nur der Einzeltermin sein soll. So, jetzt können wir den natürlich auch anklicken und können sagen, will ich jetzt nur diesen Termin oder die gesamte Serie ändern. Soweit erstmal alles klar. Na, das ist ja. So, jetzt haben wir aber manchmal ein spezielles Szenario. Zum Beispiel ein Taxiunternehmen, welcher auf jeden Termin, also was dann vielleicht Fahrten sind, einen Fahrer zuordnen möchte. Und das würde der gerne halt mit Farben machen. Ja, wenn er den Kalender freigibt und die Fahrer sehen halt den Kalender, dann sehen die genau, welche Fahrt ist für den jeweiligen Fahrer, dem jeweiligen Fahrer zugeordnet. So, und da tut sich Outlook leider ein bisschen schwer damit. Ich kann ja jetzt mal diesen anklicken und wenn ich zum Beispiel jetzt hier sage, ich will jetzt diese Fahrt die orangene Kategorie zuweisen, Dankeschön. Hat der natürlich die komplette Terminserie angepasst. So. Und das kann man auch nicht ändern, wenn man jetzt den Termin, also das heißt nur diesen Termin anpassen, gehe ich hier rein und ich sage jetzt hier, blaue Kategorie, da kommt schon die Fehlermeldung, Sie können die Kategorie nur durch Öffnen der Serie ändern. Bei älteren Outlook-Versionen lässt er das dann manchmal trotzdem zu, aber es wird halt trotzdem die ganze Terminserie eingefärbt. Das heißt, wir haben hier ein, sag mal, also ein fast nicht lösbares Problem, was ganz viele haben. So. Um das Problem zu lösen, haben sich ja schon einige Leute ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe sozusagen von einem netten Kollegen aus einem Forum ein schönes Skript gefunden. Das Skript habe ich noch ein bisschen angepasst und ein bisschen verdeutscht, so dass wir auch damit klarkommen. Und mit diesem Skript kann man diese Terminserie in Einzeltermine aufsplitten. So, wie macht man das? Also wie können wir jetzt dieses Makro hinzufügen? Da ist jetzt das erste erstmal, finden das hier oben standardmäßig nicht. Das heißt, wir gehen hier auf Menüband anpassen und dann haben wir hier diesen Punkt Entwicklertools. Der ist bei den meisten nicht angeklickt. So, den klicken wir jetzt erstmal hier an und drücken auf OK. So, da ist hier oben ein Menüpunkt dazugekommen. Da klicken wir mal drauf und dann gehen wir hier mal in den Punkt Makrosicherheit, den will ich ganz kurz noch mal zeigen. Und zwar, ich habe hier diesen zweiten, also Berechtigungen für digital signierte Makros und andere Makros sind deaktiviert. Also das heißt, also nicht Berechtigung, Benachrichtigung für digital signierte Makros, alle anderen Makros sind deaktiviert. So, die eigenen Makros, die werden gar nicht angemeckert.
So, man könnte jetzt auch sagen, alle Makros ohne Benachrichtigung deaktivieren ist natürlich Quatsch, dann können wir es nicht ausführen. So, Benachrichtigung für alle Makros ist nervig, weil dann auch die eigengeschriebenen Makros immer abgefragt werden, ob die jetzt ausgeführt werden dürfen oder nicht. Und den letzten Punkt, den würde ich nie anwählen, da kann im Prinzip, sobald in irgendeinem Office-Dokument irgendein Makro enthalten ist, kann es einfach durchs System rutschen. So, also das heißt, sollte eigentlich nur dieses hier ausgewählt sein. Das heißt, der meckert nur bei eigenen Makros nicht. So, drücken wir mal OK. Und dann klicken wir hier einfach auf Visual Basic. Und wir sehen hier, ist ein Projekt angelegt. Das ist ein Standardprojekt, was so zeigt das halt bei jedem Office-Dokument an. Also ob das jetzt Outlook, Word, PowerPoint oder sonst was ist. Und hier fügen wir einfach mal ein Modul hinzu. Da kommen wir also in eine weiße Seite. Und dann kopieren wir das Skript, was ich unterhalb des Videos rein verlinke, einfach komplett einmal rein. So. An dem Skript muss man nichts großartig tun. Ich habe hier im Prinzip drei Konfigurationspunkte eingefügt. Und zwar der Menüpunkt 1, der ist dafür, wenn man einen Serientermin erstellt, kann der ja zeitlich unbegrenzt sein. Also zum Beispiel ein Geburtstag wäre so ein Serientermin. Der ist ja erstmal unbegrenzt, endet ja dann frühestens mit dem Todesfall des jeweiligen. So, wenn man jetzt zum Beispiel, also auch da, das würde bedeuten, das Skript würde im Prinzip den Serientermin so viel Einzeltermine erzeugen, wie bis das Ende erreicht ist, beziehungsweise bis das Kalenderende erreicht ist. Und das Kalenderende ist aktuell irgendwo im Jahr 21.000 paar zerquetschte. Das heißt, selbst bei dem Geburtstag wären das schon wahrscheinlich ein paar, also mehr als 100 Einzeltermine. Wenn der Termin jetzt auf wöchentlich, monatlich oder oder eigentlich monatlich oder quartalsweise oder irgendwie steht, dann kann das ruckzuck mal ein paar hundert und ein paar tausend werden. Das heißt, das ist halt die Eingrenzung. Das heißt, wenn ein Serientermin ist, dann erzeugt der Einzeltermine nur maximal bis ein Jahr. Ja, das können schon auch viele sein, wenn da ein Serientermin ist, der jeden Tag fällig wird. So. Diesen Parameter können Sie sich anpassen, sag ich mal, manche machen sich das auf 30 Tage, manche machen auf 60 oder 90 Tage. So, für den Taxifahrer, wenn der jetzt geplante 40 Fahrten bekommt oder Schülertransporte macht, Schülertransporte sind meistens fürs ganze Jahr vorgeplant, wäre es natürlich Quatsch, das jetzt auf 80 Tage einzugrenzen, weil dann müsste der dann wieder einen neuen Serientermin erstellen. So. Dann habe ich hier einen Kopierhinweis, den kann man auch rausmachen. Den habe ich jetzt einfach nur reingenommen. Das zeige ich dann gleich, damit man sieht, dass das ein kopierter Termin ist. So, und dann können wir natürlich auch noch eine Kategorie zuweisen. Ich habe jetzt eine Testkategorie zugewiesen. Der nimmt das nach der Bezeichnung der im System festgelegten Kategorien. Gehen wir auch gleich nochmal darauf ein. So, das sind die einzigen drei Konfigurationspunkte, die ich jetzt hier eingefügt habe. Ich werde dieses Skript wahrscheinlich noch mal ein bisschen verfeinern, weil da sind noch zwei, drei Unschönheiten drin. Gerade bei großen, umfangreichen Kalendern kann das halt ein bisschen performance-technisch Probleme geben. So, das war jetzt schon alles. Nur mal kurz erklärt und jetzt einfach hier oben auf Speichern, also hier der Speicherbutton. Und dann kann man schon dieses Fenster wieder zumachen. Und jetzt wäre es natürlich schön, dass man halt hier nicht immer in den Reiter Makros reingehen soll und dann würde man das jetzt hier ausführen, sondern wir wollen das natürlich auch noch als komfortabler Knopf oben irgendwo haben. So, das heißt, wir müssten jetzt sozusagen diesen Menüpunkt, damit man nicht jedes Mal oben in dem Reiter suchen muss, in zwei oder drei Reiter hinzufügen. So, machen wir gleich mal. Gehen wir jetzt mal hier in das Menüband anpassen. Und dann sehen wir ja hier oben schon, was es hier so alles gibt. So, und dann haben wir hier zwei Einträge für Kalender. Einmal, das ist diese Tabellenansicht. Im Normalfall sieht man die nicht, werden wir aber gleich nochmal. Und das ist die Ansicht, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen.
So, dann müssen wir hier eine neue Gruppe hinzufügen. Die Gruppe kann man hier auch noch umbenennen, aber man sieht den Namen auch nicht so unbedingt. So, man könnte den jetzt Tools nennen oder irgendwas. So, dann fügen wir hier das Makro hinzu, das sehen wir hier, und hinzufügen. Dann haben wir das hier. So, jetzt können wir das noch ein bisschen umselektieren, dass wir sagen, gut, wir haben es halt vorn. Und jetzt wollen wir das natürlich auch noch hier haben. Machen wir auch eine neue Gruppe. Die würde ich auch hier nach vorn machen und fügen das Projekt hinzu. Okay. Und wenn wir jetzt hier auf dem Menüpunkt sind, jetzt sehen wir hier sozusagen diesen Menüpunkt. So, jetzt können wir einfach mal einen Test machen. Das heißt, wir klicken jetzt den Termin mal an und sagen so, 20 Einzeltermine werden erstellt, so wie ich es erst angegeben hatte. Und jetzt sehen wir hier, hat er hinten dieses Copy dran gemacht. Ne? Sie können das einfach auch leer machen. Das heißt, Entwicklungsmakros, wenn Sie hier oben einfach das so machen, dann hängt dort halt nichts dran. Ne? Also ist nur mal so als Hinweis. So, zurück, speichern. Das ist nur, damit man es auch besser sieht. So, und man sieht, der hat auch schon eine andere Farbe bekommen. Das liegt daran, dass wir diese Testkategorie dem zugewiesen haben. Und diese Testkategorie, die hatte ich im Prinzip schon bei mir angelegt. Die hat bei mir schon diese Farbe bekommen. So, man könnte das jetzt rote Kategorie oder anders nennen. Das Wichtige ist, dass wir dann sozusagen, dass die Benennung der Kategorie entsprechend angepasst ist. Das heißt, ich würde vorher das umbenennen, würde sagen, hier Fahrer 5, Fahrer 2 oder Fahrer 3. Und erst dann würde ich das in dem Skript entsprechend anpassen, dass diese Kategorie zugewiesen wird. Okay, so. Und jetzt können wir hier einfach sagen, ich will diesen die grüne Kategorie zuweisen. Natürlich aufpassen, in Outlook, da kann mehrere Kategorien zuweisen, die andere Kategorie dann wegnehmen. Oder Orange hatten wir ja gerade hier, dem jetzt die blaue Kategorie zuweisen und so weiter. Und jetzt könnten wir sagen, gut, jetzt nehmen wir den Serientermin raus und dann kann man die halt jetzt einzeln bearbeiten. Jetzt können wir natürlich hier oben uns das Menü wieder ausblenden, das heißt, wir gehen einfach anpassen. Also weil diese Entwickler-Tools brauchen wir ja nicht. Gehen auf OK und wir sehen, der Skript oder der Button für das Skript oder das Makro, das bleibt trotzdem bestehen. Na, da kann man einfach das wieder sich bereinigen. Das war jetzt eigentlich schon mal alles. Also wo man hier oben das im Menüband reinmacht, man kann das auch umbenennen in der Menübandanpassung. Also das heißt, man könnte jetzt dem auch hier einen anderen Namen und ein anderes Icon geben. Natürlich die Gruppe hier kann man auch umbenennen. Das kann dann jeder für sich selber machen, wie er möchte. Ich hoffe, ich habe euch wieder geholfen und dass das halt eigentlich kurz und knapp war. Wie gesagt, bitte ein bisschen aufpassen mit der Sicherheit rund um Makros. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, aber wenn es nicht anders geht, kann man sich halt so behelfen. Bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, euer Christoph.